Es war einer dieser TV-Momente, wie man ihn nur selten erlebt. Und wer live dabei war, wird wohl noch in sehr vielen Jahren genau wissen, wo und mit wem er diese Szenen erlebt hat. Gut, vielleicht wird man jetzt schon nicht mehr wissen, wie der nette Typ mit der Brille eigentlich geheißen hat, aber was er gesagt hat, wird einem noch lange in Erinnerung bleiben. It's no secret anymore. Austria is in the lead. And it's no longer possible for any other country to catch up. We are ready to announce the winner. The winner is Austria. Österreich gewinnt den Eurovision Song Contest. Bis heute klingt das irgendwie unglaublich. Wahrscheinlich deshalb, weil das Österreich das zuletzt erleben durfte, die TV-Bilder noch nicht einmal bunt gewesen sind. Er siegt für die Stunden, Cherie. Vielleicht scheint es aber auch deshalb so unwirklich, weil man nicht so recht wusste, wie die Welt auf den Ex-Starmania-Kandidaten und Travestiekünstler Thomas Neuwirth reagieren würde. Die Reaktionen auf Conchita Wurst waren seit jeher gemischt. Einige störte ihre Erscheinung an sich. Man macht sich lächerlich mit einer Frau mit Bart, wenn man die als Repräsentanten für ein Land in ein anderes Land schickt. Andere kritisierten, dass man sie einfach so als Vertretung Österreichs bestimmt hatte, quasi ohne das Volk zu befragen. Doch von Auftritt zu Auftritt auf den internationalen Bühnen wurde irgendwie mehr und mehr klar. Conchita Wurst ist ein Phänomen. Selten hat ein österreichischer Song Contest Teilnehmer derart viel Aufmerksamkeit bekommen wie der heurige. Um Conchita Wurst herrscht international ziemliches Gris. Und dann geschah etwas, das man so nur schwer vorhersagen oder gar planen kann, überhaupt wenn viele so unterschiedliche Länder an einer Sache beteiligt sind. Conchita wurde zum Symbol. Gegen Ausgrenzung und für Toleranz, mit stürmischen Applaus empfangen, noch bevor sie einen Ton gesungen hatte. Dass ihre Performance dann obendrein noch spektakulär war, dürfte das Tüpfelchen auf dem I und der Grund für ihren Sieg gewesen sein. Conchita Wurst gewinnt nach 48 Jahren den Song Contest für Österreich und stürzt ein ganzes Land in den Freudentaumel. Die eine früher, den anderen nicht sofort, aber mindestens genauso heftig. Jetzt hat uns die den Schaß gebracht. Wobei ich finde, ich war gestern zu wenig emotionell. Ich habe mir dann gedacht, freu dich gefälligst, aber ich war so geplättet. Dafür habe ich heute hier schon dreimal geplärt. Conchita Wurst wird das Jahr 2014 jedenfalls nie vergessen. Das ist das offizielle Siegerinterview. Ich weiß nicht, was wir daraus machen werden, aber so ist auch schön. Das Jahr, in dem sie zur Königin von Europa wurde. Hier wurde mein Traum erfüllt und das ist unbeschreiblich, unbeschreiblich. Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble, well the time has passed. Peering from the mirror, no, it is me. A stranger getting near. Who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light I fly, rise like a phoenix. Out of the ashes seeking rather than vengeance. Retribution you were won. Down, but
Conchita Wurst. Guten Abend. Dankeschön, vielen Dank. Immer wieder ein Erlebnis, dich zu sehen. Oh, standing ovation, toll. Dankeschön. Conchita, wie oft, kannst du dich erinnern, hast du mitgezählt, wie oft hast du seit dem Song Contest Finale diesen Song jetzt schon gesungen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und ich bin aber immer noch so kritisch, als würde ich ihn das erste Mal singen. Diese Situation damals, dieser Moment, ja, den wir alle gesehen haben, hast du den überhaupt bewusst miterlebt oder schaust du dir das auch dann im Fernsehen und denkst dir, Wahnsinn, das bin ja ich? Ja, tatsächlich geht es mir so und um ehrlich zu sein, habe ich mir diese ganzen Erinnerungen an diesen Abend nur künstlich wieder aufgebaut, aufgrund von TV-Ausschnitten und YouTube-Videos. Aber ich selbst kann mich durch meine Augen eigentlich nicht mehr daran erinnern. Echt? Nein. Schade, war ein schöner Moment. Danke. Im Vorfeld hat es wahnsinnig viel Kritik gegeben. Erinnern wir uns, das war auch ein Teil des Jahres 2014. Du bist am Anfang wahnsinnig heftig kritisiert worden. Haben wir heute schon gesehen. Sido Charmant Wehmer hat da ziemlich hingehauen und gemeint, das wird nie was. Irgendwann einmal kam dann doch der Moment, wo du dir das alles nochmal vor deinem geistigen Auge Revue passieren hast lassen, wo sich eine gewisse Genugtuung eingestellt hat, oder nicht? Ich habe eigentlich noch nie in meinem Leben Genugtuung empfunden, auch jetzt nicht, weil ich habe nicht für die Leute gesungen, um ihnen was zu beweisen, sondern um mir einen Traum zu erfüllen. Und da bin ich, tut mir leid, zu egoistisch, dass ich da auf jemand anders hören würde. Mit dabei in Kopenhagen war auch, wir nennen ihn intern den Mr. Song Contest. Niemand kennt sich da besser aus, das ORF Andy Knoll. Und der war, glaube ich, auch sehr überrascht, wie wir alle. Ja. Und jetzt kommt er, Andy Knoll, mit einer Überraschung für dich. Abend. Hallo Andy. Hi. Hallo. Servus. Grüß dich. Ich habe ein Weihnachtsgeschenk mit, glaube ich. Weihnachtsgeschenke macht man erst am 24. auf, aber ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck dieser Sache hier. Ich glaube, wir machen es gleich auf, oder? Was auch immer du sagst. Ich habe keine Ahnung. Könntest du, es ist etwas Rechteckiges, ja, offensichtlich. Ein Buch, eine CD? Es könnte, genau, ein Klassiker. Eine Krawatte. Ich weiß nicht, ob du sowas trägst. Möchtest du aufmachen? Ja. Mach einfach ganz gewalttätig. Zieh irgendwo. Ja. Das ist schön, dass du mir hilfst. Das ist einmal auf, ja, hier. Das sehr gut. Das dauert sonst zu lange. So. Das ist, liebe Conchita, die Platin-Auszeichnung für Rise Like a Phoenix. Für die Verkäufe deines Siegertitels hier in Österreich gibt's Platin. Unfassbar. Vielen Dank. Jetzt habe ich endlich eine Antwort darauf, wenn mich jemand fragt, ob ich weiß, wie gut sich Rise Like a Phoenix verkauft hat. Unfassbar. Haben sich ganz viele tausend Menschen downgeloadet legal und die CD gekauft. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist einer dieser Momente, wo ich nicht weiß, wie ich jetzt reagieren könnte. Außer, dass ich mich wahnsinnig freue, aber mir irgendwie die Worte fehlen. Vielen Andy, Dank. Kannst du dich, Conchita hat gerade erzählt, sie hat das sozusagen gar nicht mit ihren eigenen Augen erlebt, diesen Moment damals. Kannst du dich noch erinnern, was damals alles passiert ist in dieser Nacht in Kopenhagen? Nicht wirklich, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil, also ich weiß nur, die Nacht war kurz. Ich habe, glaube ich, 20 Minuten geschlafen, weil das dauert ja ewig, bis du aus der Halle draußen bist. Ja. Da kommt dann eine Pressekonferenz. Es war, glaube ich, 3 in der Früh. Dann sind wir in den Euroclub, da hast du den Song nochmal gesungen. Und um 7 ging der Flieger.
Dazwischen habe ich versucht, kurz zu schlafen, und es sind Momente passiert, wo, glaube ich, du nicht mal mehr weißt, was da alles war. Es gibt Programmhinweis. Heute im Anschluss an diese Sendung gibt es Was gibt es Neues, und dann gibt es eine Dokumentation auf den Schwingen des Phönix. Da gibt es noch nie gezeigte Bilder, also die Bilder, die wir alle schon gesehen haben, nicht genug kriegen davon, genug kriegen können davon, aber auch solche, die du noch nicht gesehen hast. Und da sieht man so ein bisschen, was da alles passiert ist in dieser Nacht. 23:25 Uhr, ORF 1. Ja. Conchita auf den Schwingen des Phönix. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, da hinten haben wir auch eine kleine Stellage, damit es mal schön steht. Ich nehme das Altpapier mit, sagt die Oma immer bei den Weihnachtsgeschenken. Danke, Andi. Stell das da. Andi Knoll, meine Damen und Herren. Und dich, liebe Conchita, lassen wir jetzt nicht gehen ohne deinen neuen Song, für den es dann hoffentlich auch Mazel Tov bald Platin gibt. Hier ist Conchita Wurst mit Heroes. Shut you down and your blood went cold. Baby, can you wake up? Baby, can you wake up again? So don't let go. We can be so beautiful. Listening to the sound of silence. So let the walls come down and the colors light up the sky. We could be heroes, we could be heroes tonight. And when the hearts break loose and our love is like a battle cry, we could be heroes, we could be heroes tonight. Feel it like a surge running through my veins. Just kiss me and revive this love again. We could be dancing in the eye of the hurricane. They can never break us, they can never break us no more. So don't let go. We can be so beautiful, listening to the sound of silence. So let the walls come down and the colors light up the sky. We could be heroes, we could be heroes tonight. Break loose and our love is like a battle cry. We could be heroes, we could be heroes tonight, you and I. Love is like a battle cry. Vielen Dank. Conchita Wurst. Vielen Dank.
Und ich bitte jetzt noch einmal alle Heroes des heutigen Abends zu uns auf die Bühne. Vielen Dank, Conchita. Oh, Elke Lichtenecker, Thomas Morgenstern, Sandra König ist hier, unsere beiden Polizisten, NASA, Gabriel Kuhn, Gerhard Kulis. Meine Damen und Herren, das Jugendwort des Jahres 2014 war Selfie, das mache ich jetzt dann gleich, mit einem Handy rausfischen. Ihnen darf ich ganz, ganz herzlich Danke sagen fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch im Namen des gesamten Teams eine schöne Zeit, bis das Risiko kommt, aber vor allem alles, alles Gute für 2015. So, und jetzt alle zusammen bitte, weil ich muss euch draufkriegen. Ja? So, alle zusammen hinter mir, alle zusammen, 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 z